Liebe Freunde grüner Wahrhaftigkeit, ihr seht hier eine Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden vom gestrigen 12. August 2024, Überschrift Neustadt Doppelpunkt, weniger Lärm und mehr Grün auf der Katharinenstraße. Nun habe ich mal auf der Luisenstraße direkt um die Ecke gewohnt, kenne also die Katharinenstraße auch vom Feiern früher, Groove Station, Lofthouse, Downtown, Fahrradladen im Hinterhof. Also die Katharinenstraße ist, soviel ich weiß, durchgehend gepflastert aktuell. Also wenn man sie nicht mehr pflastert, sondern teert, dann gibt es logischerweise weniger Lärm, mehr Grün. Aha, Bäume wahrscheinlich. So, jetzt. Ab Montag, 12. August bis voraussichtlich Ende Oktober 2025. Das sind also September, Oktober, November, Dezember. Das sind ein Jahr und 4,5 Monate. Nehmen wir den halben Monat noch weg. Also weit über ein Jahr braucht das Straßen- und Tiefbauamt für die Sanierung der Katharinenstraße zwischen Königsbrücker Straße und der Launstraße. Sie wird abschnittsweise voll gesperrt. In 3 Abschnitten wird gebaut. Quartiersstraßenprogramm ab 2026 soll die Katharinenstraße auch als Umleitungsstrecke für die beginnende Sanierung der Königsbrücker Straße dienen. Dann kommt der Baubürgermeister von den Grünen, Stefan Kühn, mit einem längeren Zitat zu Wort. Ruhiger, grüner und barrierefrei. Wow, neuer Fahrbahnbelag, verbessert den Lärmschutz, Radfahren möglich. Fahrradabstellanlagen und 11 Bäume werten den Straßenzug auf. Die Pflanzungen sind auch ein wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung. Oh mein Gott, so. Also das vorhandene Großpflaster. Viel von dem Pflaster steht unter Denkmalschutz. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich suche mal nach dem Wort Denkmalschutz. Steuerung F, Denkmalschutz. Kommt nur einmal und zwar auf der unteren unten auf der Seite vor, also im Text kommt das Wort Denkmalschutz nicht vor. Südseite der Katharinenstraße werden 11 Bäume gepflanzt, 4 Feldulmen und 7 Mannereschen. Auf der Nordseite lassen die Leitungen im Untergrund keinen Platz für Bäume, unterirdisch laufen Bauarbeiten an, Ver- und Entsorgungsanlagen, Stadtentwässerung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Strom, Telekommunikation und Trinkwasser. Für die Bauarbeiten in Abstimmung mit der Sachsenenergie und der Stadtentwässerung Dresden aus Gesamtkosten betragen rund 1,4 Millionen Euro. Dann gucken wir doch jetzt mal in den Themenstadtplan. Jetzt überlege ich gerade, was fehlt noch? Messen fehlt noch. Eine Strecke will ich messen. Von hier, Alaunstraße, bis hier, Königsbrücker Straße. Das sind 252,8 Meter. Ich runde mal ab auf 250 Meter. Dementsprechend 250 mal 4 wäre 1 Kilometer. Also kostet 1 Kilometer Straße 5,6 Millionen Euro. Das ist doch der Wahnsinn. Die bauen ein Jahr und 4 Monate für 1,4 Millionen Euro für 250 Meter Straße. Und das wird uns hier in der Pressemitteilung als ruhiger, grüner und barrierefrei verkauft. Und jetzt gehen wir nochmal in den Themenstadtplan. Die Messung mache ich weg. Die rot hinterlegten Gebäude sind Kulturdenkmäler oder Kulturdenkmale. Gutes Deutsch. So, hier seht ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser auf der Nordseite und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der Südseite. Und auf dieser Südseite sollen also 7 Bäume gepflanzt werden. Ziemlich sicher dürfen sie nicht hier gepflanzt werden, weil hier die Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, die 11 Bäume kommen hierhin und hierhin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und jetzt gucken wir uns last but not least den Artikel in der Sächsischen Zeitung an. Auch von gestern, 17 Uhr, 1,4 Millionen Baukosten. So wird sich die Katharinenstraße ändern. Ruhiger, grüner und barrierefrei soll die Straße werden. Das ist vor Ort geplant. Wer hat's geschrieben?
SZCE, weiß ich jetzt gerade nicht, wer das ist. Also, ohne es nachgeguckt zu haben, kann ich euch sagen, die Pressemitteilung der Landeshauptstadt ist 1:1 abgeschrieben. Es findet keine Recherche statt. Sei es, dass die Baukosten pro 250 Meter 1,4 Millionen Euro betragen. Ich rechne nochmal, 4 mal 4 ist 1,6. 5,6 Millionen Euro kostet ein Kilometer Straße. Das ist doch der reine Wahnsinn. Und es dauert ein Jahr und 4 Monate, bis 250 Meter Straße saniert worden sind. Also ich habe keine Ahnung vom Bauen, aber für mich ist es zu teuer und dauert viel zu lang. Und das wird uns dann als ruhiger, grüner und barrierefrei verkauft. Entschuldigung, aber das ist für mich kein Journalismus, das ist für mich Rotz. So, fertig, schon wieder viel zu lang gewesen.